Kalifornien. Eine Villa über den Dächern der amerikanischen Filmmetropole ist der Ort für eine kinoreife Premiere. Erstmals stellt Audi sein neues Designkonzept der Öffentlichkeit vor. Das Design des Showcars Audi Prologue wird richtungsweisend sein für kommende Audi-Modelle im Premium-Segment. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir alle Elemente von diesem Auto wenn die Nachfolgeautos A8, A7 oder A6 in Zukunft wiederfinden werden. Lichte ist seit Februar neuer Designchef bei Audi und hat maßgeblichen Anteil an der Gestaltung des Prolog. Mit einer Länge von 5,10 Meter erinnert das zweitürige Coupé an den aktuellen A8. An der Front dominiert nach wie vor der Single Frame, allerdings deutlich tiefer und breiter als bisher. Im Innenraum finden sich keine Knöpfe und Schalter mehr, stattdessen ist intuitive Touchbedienung wie beim Smartphone angesagt. Das Design soll außerdem den Quattro-Aspekt stärker betonen. Quattro ist Audi und wir finden, dass in Zukunft jeder Audi Quattro sichtbar machen muss. Wir machen das hier bei diesem Auto mit ganz kräftigen Muskeln auf dem Hinterrad wie auf dem Vorderrad. Wir betonen beide Räder oder alle vier Räder gleichermaßen. Neben dem Prologue feiern in LA weitere Audi-Modelle Premiere. Neben der A6 und A7 Produktaufwertung steht auch der TT Roadster in den USA erstmals im Rampenlicht. Ohnehin ist Audi mit dem Ergebnis auf dem amerikanischen Markt sehr zufrieden. Wir werden dieses Jahr sicherlich mit einem All-Time-Record abschließen. Sind gedanklich natürlich schon im nächsten Jahr. Und ich glaube auch für die Mannschaft hier ist es ein tolles Zeichen, dass Uli Hakenberg und auch meine Wenigkeit vom Vorstand hier sind und auch Flagge zeigen, weil das gibt ihnen auch den richtigen Push. Wir wollen in den USA weiter wachsen. In Sachen alternative Antriebskonzepte präsentiert Audi den A7 Sportback Hartron Quattro. Mit einer Tankfüllung Wasserstoff ist eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern möglich. Und das ohne CO2-Emissionen. Wir machen hier eine Kombination zwischen einem Wasserstofffahrzeug, also einer Brennstoffzelle, und einem batterieelektrischen Fahrzeug, also ein sogenanntes Plug-in-Fuel-Cell-Fahrzeug. Und damit haben wir die Möglichkeit, halt auch hohe Beschleunigung, hohe Spitzenperformance darzustellen. Und das aber halt auch mit einer Brennstoffzelle, die halt auch im Fahrzeug entsprechend mit der Gesamttechnologie unterbringbar ist. Angetrieben von zwei Elektromotoren spurtet er in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 180 Stundenkilometern. Die LA Auto Show 2014 wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit dem Audi Prolog präsentiert Audi hier seine zukünftige Designsprache und mit dem A7 Sportback Hartron Quattro den CO2-freien Antrieb der Zukunft. Und für Besucher ist die LA Auto Show noch bis zum 30. November geöffnet.